Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Splinter Cell Blacklist. Wir befinden uns immer noch bei den Zügen. Mussten feststellen, dass da hinten so ein scheiß Penner ist von Scharfschütze. Den müssen wir natürlich ausschalten. Natürlich ähnlich, dass sie jetzt darum watschen. Eigentlich wenn er genau zielt, ne? Tja, mir wäre es an sich eigentlich lieber. Wenn ich so schnell wie möglich jetzt da durchkommen würde. Aber darauf muss ich wohl verzichten. Fuck! Das kann ich ja nicht ahnen. Darauf war ich jetzt gar nicht gefasst. Na gut. Auf ein neues. Also wenn ihr jetzt mein Hund sehen würde, ne? Der kommt hier einfach nicht zur Ruhe. Jetzt hat er sich noch auf mein Ladekabel gepackt. Der hat sich hier total eingeschnürt damit. Ja, und jetzt hast du ein Problem, ne? Gut. Vom Jahr, die befinden sich ja bloß alle auf dem Boden. Das ist ja schön und gut. Bringt mir deswegen trotzdem nichts. Schnauze, Andy! Alter, wieso sind denn da so eine hässliche Minen? Was soll denn die Scheiße schon wieder? Fickt euch doch mit euren Minen. Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Grim, du hast vergessen mir zu sagen, dass er ein Scharfschütze ist. Und wenn die da draußen noch weiter rumballern, ne? Thank you.
Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Alter, wie? Sag mal, nur weil du da eine schusssichere Weste an hast, oder was? Ihr seid doch nicht mehr ganz im Kopf. Na gut, dann machen wir es jetzt ganz komplett anders, aber... War nicht schlecht, die Idee. Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Habe ich auch wenigstens eine Splittergranate, habe ich auch wieder nicht. Wie viel Trinkgas habe ich? Bringt mir gar nichts. Ich muss sie von oben kaputt schießen. So. Noch jetzt kein Blödsinn. Fick doch die Henne! Ich stell mich vielleicht auch scheiße an, ne? Anstatt gleich hier das Schlafgas rauszuholen, nein. Da muss er erstmal eine Rauchgranate werfen. Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Und jetzt mache ich auch was ganz, ganz anderes. Jetzt bereite ich nämlich erstmal einiges vor. Da? Und da. Alter, halt doch die Schnauze da draußen.
Ja, komm her. Ich hab gesagt, hier ist das Vögelchen. Alter, das fass ich nicht, ne? Das ist zum Kotzen. Wegen diesen Pisser, weißt du? Wegen diesen ollen Scheiß Luschenfotzkopf. Ich werde schon wieder ausfallen. Alter. Ja, ihr müsst bedenken, zu Zeitpunkt der Aufnahme haben wir es nämlich noch das Jahr 2014 und kurz vor Silvester. So, warte. Einmal. Da. Da. Komm, und hier haben wir auch noch einen. Komm ruhig näher. Na, das geht ja schon wieder gut los. No shot.
Wäre gut gewesen, ja. Hab dich. Puh. Ich bin definitiv schon mal weitergekommen als vorher. Ich habe gesagt, ich bin weitergekommen. Das heißt ja nicht, dass ich noch weiterkam. Alter, was soll eigentlich die ganzen scheiß Minen, ganz ehrlich? Alle gegnerischen Patrouillen befinden sich in Bodennähe. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Ich muss die Minen nehmen. Um die Leute anzulocken und vor allem um dann auch auszuschalten. Falsch. Dahin. Da kommt auch nochmal eine hin und dort. Gut, es sind schon mal welche down. Schlimmsten ist ja der da, mit seiner ollen Schutzweste. Ich würde gerne den da hinten markieren. Ist schwer verletzt, aber er atmet. Ja, das ist das Wichtigste.
Das sollte eigentlich anders laufen. Also ich stelle mich auch schon wieder scheiße an. Das gibt's doch nicht. Für diese einfache Mission. Normalerweise einfache Mission. Brauche ich so lange, weil ich mich total beschissen anstelle. Auf den Zügen ist niemand zu sehen. Ich muss die ein bisschen anders anstellen. Komm her hier. Weil nämlich von da hinten kommen nämlich auch welche. Falls hier noch welche überleben sollten. Ja, komm. Einfach weitermachen. Der Typ ist der Schlimmste. Wie der geschützt ist, ne? Wir haben mehrere Verluste. Finden wir heraus, wer das getan hat. Ja, versuch mal rauszufinden. Du dummes Arschloch, Leute. Okay.
Dann. Jo. Na gut aufpassen, ey. Die Minen hier sind, ne? Das ist der Wahnsinn. So. Dich fixieren wir und markieren dich. Es wird gespeichert. Oh, herrlich. Und dann würde ich auch sagen, dass ich hier an dieser Stelle einfach mal die Folge beenden werde. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Splinter Cell Blacklist. Bis dahin, einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.